Jo Leute, was geht ab? ApoRed hat ein neues Video hochgeladen und zwar soll sein Range Rover zerstört worden sein. Hier mit der Überschrift 80.000 Euro Range Rover von ApoRed wurde zerstört. Wir geben uns einfach mal das Video und schauen mal, ob das Ganze ein Clickbait ist oder ob der Wagen echt ja, zerstört ist. Ich habe einfach mal vorgespult die ersten 4 Minuten vom Video. Das Video geht 6 Minuten. Ist natürlich Werbung für seine eigene Marke, Deadstock und für Presented By. Aber ich würde mal sagen, wir geben uns einfach mal das Video. Jacke vom Presented By abgesneakt auf ihren Mann, Digga. Also auf jeden Fall auch sehr gute Quelle, auf jeden Fall, um da easy Sneaker zu holen. Werde ich euch auch verlinken. Also diese von Presented By. Und Digga, ist schon ganz klassisches ApoRed-Outfit, ganz entspannt. Wie gesagt, wenn ihr so fresh aussehen wollt, Digga. Erster Link in der Beschreibung, Deadstock Rabattcode, werdet nicht vergessen, Digga. Ich zeige euch jetzt mal meinen Wagen, Digga. Hier mein Wagen, liebe Freunde. Er sieht an sich ganz fresh aus, ganz sauber aus. Alles leckerli, aber... Also der Range Rover an sich ist schon übertrieben geil. Also ich feiere das Auto. In schwarz finde ich es auch übertrieben geil. Meiner Meinung nach, alle Autos sehen einfach in schwarz am besten aus. Schwarz Metallic, das knallt einfach immer. Und ja, ist einfach am geilsten. Und der Range Rover ist sowieso brutal. Der ist so broken, Digga. Guckt euch das mal an, Digga. Kratzer. Kratzer der Vergeltung ja, hier. Ja. Digga, ist das hart. Das ist hart, Digga. Das ist zu hart. Also ich war jetzt auch ein paar Tage im Urlaub gewesen und bin zurückgekommen. Ich habe zwei Kratzer auf meinem Dach. Ich glaube, das ist vom Marder. Also ich denke auf jeden Fall. Das sind auch kleine Kratzer wie hier. Ich denke auch, die hat Marder reingehauen. Ich denke nicht, dass es eine Katze war. Ist schon... Alter. Kotzt einen schon an. Und jetzt, Freunde, schnallt euch an, Digga. Boom. K.O., Digga. K.O. Krise. Digga, fetter Unfallwagen. Also sieht mir so aus, als ob das beim Spurwechsel oder so passiert ist. Entweder ist jemand links ihm reingefahren, also nach links gezogen, oder er nach rechts gezogen. Keine Ahnung. Ja gut, hier der Schweller ist auf jeden Fall ab und die Tür ist gut gefegt. Ja, wie man ApoRed kennt, wird es natürlich auf jeden Fall wahrscheinlich umgebaut, wie sein Alter. Ja, schauen wir mal. Vorbei, alles tot, Digga. Und dann noch, nein, es hört nicht auf, Digga, der Wagen ist tot. Das, Digga, das auch noch. Digga, das auch noch. Ah, vorbei. Das heißt, dieser gute alte Rangy, der hat schon so einiges abbekommen. Aber ich habe mir überlegt, Digga, so als Allerechter, der wird das umgebaut. Dieser Wagen wird auf jeden Fall umgebaut. Das war ja klar, war ja zu erwarten. Für Range Rover und seinen alten Range Rover Mansory gibt es natürlich so richtig brutale Bodykits. Ja, mal schauen, was er sich da gönnen wird. 100% wird er breiter gemacht. Breitbau Bodykit. Neue Farbe würde ich sogar sagen. Ich würde sogar einfach eine neue Farbe noch aufklatschen. Aber die Frage ist, was? Also Breitbau ist auf jeden Fall übertrieben geil. Richtig fette Felgen noch drauf. Würde ich schon übertrieben feiern, aber eine andere Farbe würde ich jetzt... ja, nicht unbedingt drauf machen. Schwarz Metallic ist geil. Beim Range Rover kommt eigentlich weiß auch geil. Ja, aber muss der selber wissen. Und ich habe mir gedacht, Digga, weil wir eine Community sind, dürft ihr das entscheiden, okay? Ich stelle euch jetzt also einige Breitbau-Bodykits zu diesem Range Rover Sport vor. Und ihr schreibt es in den Kommentaren, welchen ich nehmen soll. Und wenn ihr euch entschieden habt, dann nehme ich jetzt einfach einen von denen und baue ihn so straight um. Ein, zwei Wochen wahrscheinlich auch direkt. Okay? Also, ich zeige euch mal jetzt den ersten Breitbau. Der erste ist jetzt der hier. Okay, also der erste Breitbau. Das Auto ist jetzt hier auch foliert. Harman Breitbau. Oder? Die Felgen sind auf jeden Fall geil. Der Breitbau ist eigentlich auch geil. Also der ist auf jeden Fall, der ist geil. Das ist der erste, okay? Der zweite ist der hier. Okay, der ist jetzt nicht wirklich so arg viel breiter als original. Den feiere ich jetzt nicht so, auch vorne die Stoßstange ist jetzt nicht so brutal. Das ist der zweite. Das ist der dritte. Okay, Mansory Umbau. Die Front ist geil. Ja gut, aber so breit finde ich es jetzt nicht. Also da würde ich auf jeden Fall noch den ersten am besten finden. Halt der dritte. Das ist... das vierte Breitbausystem. Boah. Also das ist schon heftig. Der ist richtig gut breit. Vorne die Stoßstange feiere ich auch. In weiß, wie gesagt, kommt natürlich richtig geil bei dem Wagen. Der ist auch tiefer. Geile Felgen drauf. Alter.
Das ist mein Favorite bis jetzt. Also 4 ist es, glaube ich. Und zuletzt haben wir noch dieses White Body Kit. Okay, liebe Freunde? Okay, okay. Der ist auch heftig. Und natürlich noch die Spoilerlippe. Den Frontansatz. Ist geil. Die Stoßstange ist... Ja. Ist ein bisschen übertrieben. Aber auch geil. Natürlich ist es auch breit. Die Felgen würde ich jetzt nicht so feiern. Also die Felgen wären nicht so mein Geschmack. Also zwischen 4 und 5 würde ich auf jeden Fall tendieren. Also, ja, schon geil. Ihr dürft jetzt entscheiden. Als Farbe habe ich mich schon entschieden, Freunde. Ich werde wahrscheinlich Nano Grey nehmen. Nano Grey ist so ein ultra geiles Chocosel Grau. Das ist dann dieses Grau hier, das hier. Okay. Ja gut, in dem Bild kommt das Grau halt echt übertrieben geil. Ich glaube, das ist dieses Grau auch, weil dem der Skoda Octavia ausgeliefert wird. Das ist schon ein geiles Grau. Also ich denke, das ist die Farbe. Das ist die Farbe, aber entscheidet euch, Freunde, welches Breitbau-Body-Kit. 1, 2, 3, 4 oder 5, okay? Und je nachdem, was ihr hier genommen habt, davon lasse ich mich hart beeinflussen und so wird am Ende, glaube ich, die Wahl auf jeden Fall stehen. Naja, Wagen ist auf jeden Fall absolut broke, Digga, was soll man machen? Schade aber auch, aber wie gesagt, der wird auf jeden Fall komplett umgebaut. Auf jeden Fall ganz wichtig, liebe Freunde, stimmt ab, Freunde, welches Breitbau-Body-Kit. Ihr habt wirklich die Möglichkeit, ihr habt quasi das Entscheidungsrecht. Und ja, checkt auf jeden Fall auch natürlich den ersten Link ab, Freunde, 10% auf die Deadstock-Sachen, alle reduziert gerade und nochmal 10% extra mit dem Code RED. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Also wie gesagt, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Stimmt auf jeden Fall ab, ich würde auf jeden Fall zwischen 4 oder 5 tendieren. Video war auf jeden Fall kein Clickbait, der Wagen ist gut gefegt. Der wird auf jeden Fall umgebaut. Schauen wir mal, wie das Ganze dann aussehen wird. Im Breitbau, in Grau. Ja, Grau ist auch geil. Also, kann schon was werden. In diesem Sinne, Peace.